Ich wurde dieses Jahr sehr oft gefragt, was ich eigentlich an Hardware und Software für meine Hörspielproduktionen benutze. Da dachte ich mir, es wäre wieder Zeit für ein kleines Video, in dem ich euch einfach mal mein Equipment vorstelle. Also dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Video möchte ich euch einmal ganz kurz mein Equipment vorstellen, womit ich meine Hörspiel produziere, was ich für Equipment mir angeschafft habe, was ich vielleicht empfehlen kann und was sich vielleicht eher als Flop herausgestellt hat. Das bedeutet nicht, dass ihr die Sachen, die ich hier vorstelle, auf jeden Fall kaufen müsst. Das bleibt immer noch euch überlassen. Ich möchte euch lediglich eine kleine Übersicht verschaffen, was für Komponenten eigentlich dringend notwendig sind und was ihr mindestens haben müsst. Ich habe dieses Video so grob unterteilt in Hardware, Software und Akustik und Zubehör. Bleibt also dran, es geht los. Ich gehe mal davon aus, dass ein Computer vorhanden ist, ob Laptop oder Desktop-Rechner, spielt erstmal keine Rolle. Hauptsache ist, dass die Performance, sage ich mal, nicht ganz so schlecht ist. Für die reine Tonaufnahme ist die Performance nicht ganz so wichtig, aber wenn ihr später Sound bearbeitet, vielleicht sogar Musik komponieren wollt, solltet ihr euch vielleicht im Fachhandel beraten lassen, welche Computerkomponenten ihr da auf jeden Fall braucht. Für den Einstieg braucht ihr in jedem Fall ein Mikrofon. Ganz am Anfang habe ich angefangen mit so einem Mikrofon. Das ist so ein klassisches Gesangs- oder Stage-Mikrofon. Sind meistens immer sehr kostengünstig. Das hat, glaube ich, keine 20 € gekostet. Hat sich aber für mich herausgestellt, dass der Sound na, nicht ganz so geil ist. Man muss auch relativ nah ran, wenn man eine ordentliche Aufnahme haben will. Hat sich leider nicht so wirklich als lohnende Investition hervorgetan. Meine zweite Investition bei Mikrofonen war dann der Klassiker, und zwar das T-Bone SC400. Das ist ein Großmembranmikrofon. Bei Sprachaufnahmen werden eigentlich immer Großmembranmikrofone benutzt. Hat hier unten einen XLR-Eingang und es braucht eine zusätzliche Phantomspeisung. Phantomspeisung bedeutet nichts anderes, dass ihr eine zusätzliche Spannungsquelle braucht, um dieses Mikrofon zu betreiben und damit aufnehmen zu können. Ich muss sagen, an sich war das T-Bone nicht schlecht. Mittlerweile gibt es natürlich auch als USB-Version. Grundsätzlich war hier das Problem, es nimmt sehr leise auf und je lauter man das Signal später am Rechner macht, desto stärker wird auch das Grundrauschen. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Mikrofone kauft, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr ein möglichst niedriges Grundrauschen habt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Es ist meistens bei günstigen Mikrofonen der Fall, dass es sehr laut rauscht. Je teurer die sind, desto besser ist da auch die Aufnahmequalität. Mittlerweile habe ich auch bei den Mikrofonen abgedatet. Ich nutze aktuell von SE Electronics das X1. Das X1 bietet auf jeden Fall einige Features. Nicht nur, dass die Aufnahmequalität ganz gut ist. Ich finde, es hat ein sehr niedriges Grundrauschen. Ihr habt hier noch, ich schreibe das hier mal ganz kurz ab. Ihr habt hier noch diverse Einstellmöglichkeiten. Ihr könnt hier einmal das Signal um minus 10 dB reduzieren. Wenn ihr zum Beispiel lauter Aufnahmen machen wollt oder ihr brüllt ins Mikro, dann könnt ihr hier einfach den Schalter umlegen und er nimmt das Ganze um minus 10 dB leiser auf. Dann ist dabei noch eine sogenannte Spinne. Eine Spinne braucht ihr auf jeden Fall dann, wenn ihr das Mikrofon auf dem Stativ montieren wollt und ihr packt das dann einfach hier in die Spinne. Und wenn das dann fest montiert ist, habt ihr einfach keine Störgeräusche, weil diese Spinne quasi hier an so Gummibändern aufgehangen ist. Das heißt, selbst wenn sich das bewegen sollte, habt ihr keine Störgeräusche auf der Aufnahme. Deswegen auch eine sehr wichtige Anschaffung. Wenn ihr euch schon ein Mikrofon zugelegt habt, dann braucht ihr in jedem Fall auch einen sogenannten Popfilter. Das ist eigentlich nichts anderes als hier so ein, ja, wie gesagt, so ein dünner Stoff, wo ihr dann quasi reinspricht. Hier wäre das Mikrofon und der verhindert, wenn ihr so klassische Plopplaute, also immer wenn ihr ein P oder ein T so stark betont, dann würde das auch extrem auf der Aufnahme zu hören sein. Und damit das nicht passiert, gibt es halt diesen Popfilter. Ich kann euch den nochmal etwas genauer zeigen. Wie gesagt, das ist im Prinzip so ein Strumpfhosenstoff. Das heißt, wenn das mal kaputt geht, könnt ihr es auch selber wieder beziehen. Einfach den Schlüpper von der Mutti nehmen. Würde auch super funktionieren. Einfach hier wieder reinmachen. Hier gibt es dann, also hier gibt es verschiedene Modelle, aber das hier ist so ein Klassiker. Ihr könnt hier eben auch ne, also die Stellung halt ein bisschen verändern. Hiermit
könnt ihr das dann an einem Stativ festdrehen und dann in der richtigen Position nehmen. Hier wäre das Mikro und hier sprecht ihr dann rein. Der Abstand zum Mikro sollte eigentlich immer ungefähr die Länge haben. Manche sagen auch immer eine Handbreit oder eben diese Länge. Müsst ihr halt mal ausprobieren. Es kommt auch immer auf das Mikro an, wie empfindlich das ist. Ein Popfilter solltet ihr auf jeden Fall haben. Das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich euch geben will. Kosten auch nicht viel. Ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, die kosten zwischen 10 und 15 Euro, die Dinger. Müsst ihr einfach mal schauen. Wenn ihr nicht gerade ein USB-Mikro habt, was man direkt an den Rechner anschließen kann, braucht ihr natürlich entsprechende Kabel, um das Mikrofon an das Soundinterface oder an den Rechner anzuschließen. Das wären hier so klassische XLR-Kabel, also je nachdem, was für Mikrofone ihr habt. Meine Mikrofone haben eigentlich fast alle XLR. Hier seht ihr, das wären hier so die Stecker. Also es sind so diese klassischen Dreipunktstecker. Davon solltet ihr natürlich auch eins im Schrank liegen haben, damit ihr eure Mikrofone auch anschließen könnt. Kommen wir zum nächsten Punkt, Audio Interfaces. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, eure Geräte oder eure Mikrofone direkt an den Rechner anzuschließen, braucht ihr ein externes Gerät, ein sogenanntes Sound Interface oder Audio Interface. Ich zeige euch mal, womit ich am Anfang aufgenommen habe. Ich habe zu Beginn meiner Hörspielkarriere mit der Alesis hier aufgenommen. Das ist hier eine Soundkarte, die auch ähnlich einem Mischpult ist. Wir haben hier insgesamt 8 Möglichkeiten, um Geräte anzuschließen. Das bedeutet, ich könnte 8 Mikrofone anschließen. Ich könnte aber auch beispielsweise Musikgeräte anschließen, wenn ich eine E-Gitarre oder sowas gehabt hätte. Alle Kanäle verfügen auch hier über Phantom Power. Das heißt, ich kann hier halt die Phantomspeisung an- oder abschalten, je nachdem, was ich für ein Mikrofon habe. Jeden einzelnen Kanal kann ich hier auch nochmal die Lautstärke ein bisschen variieren. Hier gibt es noch Anschlüsse für die Kopfhörer. Hier hinten seht ihr noch ein paar Ausgänge. Man kann hier also auch noch verschiedene Geräte anschließen. Ich habe hier auch noch die Möglichkeit, MIDI-Geräte anzuschließen. Ich habe hier MIDI-In- und Outs. Ich benutze dieses Gerät deswegen nicht mehr, weil ich mir mittlerweile natürlich auch mehrere neue Rechner gekauft habe und dieses Gerät funktioniert über FireWire. Und FireWire ist bei Windows-Rechnern immer ein bisschen kompliziert. Man muss immer interne Karten und so weiter haben. Also ein FireWire-Anschluss ist eben nicht standardmäßig verbaut und deswegen hat diese Karte war irgendwann einfach obsolet, weil ich auch keinen Bock hatte, immer eine externe USB-Karte mitzuschleppen, nur damit ich dieses Alesis betreiben kann. Deswegen brauchte ich ein Gerät, was über USB verfügt. Deswegen benutze ich mittlerweile von Tascam das US-144 MK2. Das hat längst nicht so viele Anschlüsse, aber ehrlich gesagt, mittlerweile nehme ich auch gar nicht mehr so viel auf. Wir haben, wie gesagt, früher haben wir immer mit mehreren gleichzeitig aufgenommen, damit das einfach insgesamt ein bisschen lebendiger war. Danach habe ich eigentlich festgestellt, es ist für mich einfacher, wenn ich die Leute einzeln aufnehme. Heißt, ich brauche auch gar nicht mehr so viel In- und Outs in der Soundkarte. Diese Soundkarte verfügt über 2 Ins. Einmal, also daran kann ich 2 Mono-Mikrofone anschließen. Einmal habe ich hier den linken und einmal den rechten Kanal. Beide Kanäle kann ich hier auch wieder die Lautstärke regulieren. Ich habe hier noch einen Phantomschalter, wo ich die Spannung dazu schalten kann, je nachdem, was für Mikrofon ich benutze. Und ich habe natürlich auch alle nötigen Ausgänge. Und ihr seht hier, das ist USB. Das kann ich quasi direkt ohne Probleme einfach an den Rechner anschließen. Die Soundkarte ist zwar mittlerweile etwas in die Jahre gekommen, funktioniert aber immer noch einwandfrei. Das soll nicht bedeuten, dass ihr zwingend ein externes Gerät haben müsst, aber ich sehe da drin einfach wesentliche Vorteile. Zum Beispiel könnt ihr das Gerät natürlich mobil immer mitnehmen. Meistens ist auch die Aufnahmequalität etwas besser, weil die Soundkarten, die in den Standard-Desktop-Rechnern eingebaut sind, also ich halte die persönlich für totale Grütze, müsstet ihr sowieso ein bisschen Geld investieren, um eine ordentliche Soundkarte in den Rechner zu packen. Das heißt, da könntet ihr auch gleich hingehen und ein bisschen mehr Geld drauflegen und ihr kriegt eine externe Soundkarte und habt eben auch gleichzeitig mehr Möglichkeiten. Das wäre also Soundkarte extern, so ein Audio-Interface wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Kommen wir zu Punkt 2 auf der Tagesliste, Software.
Tja, hier kann ich euch eigentlich nur so eine kleine Übersicht verschaffen, was es alles so gibt. Ich möchte auch jetzt nicht auf jede Software einzeln eingehen, weil dafür habe ich nicht genug Erfahrung. Das heißt, ich arbeite ja auch nicht mit so vielen Softwaren. Ich selber arbeite schon seit Jahren mit Cubase Elements und das hat für meine Ansprüche eigentlich bisher immer gereicht. Cubase ist ein ganz normaler Sequencer, womit ihr eben Audioaufnahmen machen könnt. Ihr habt ähnlich wie bei Audacity könnt ihr Spuren anlegen, ihr könnt damit auch Musik komponieren und es gibt einmal die Elements-Version, die ich habe, die kostet so roundabout 100 Euro und es gibt natürlich die Pro-Version, die kostet ein paar hundert Euro mehr. Einzige Einschränkung, die ein bisschen nervt, ist, ihr könnt eben nur maximal 48 Audiospuren in Cubase Elements anlegen, beziehungsweise das gilt noch für 9.5 mit der Version, mit der ich arbeite. Und da stößt man manchmal an seine Grenzen, also ein paar Audiospuren mehr wäre schon manchmal ganz schön, aber wenn ihr kreativ seid, kriegt ihr auch das Problem gelöst. Auch eine bekannte Audio-Software ist, wie schon vorhin erwähnt, Audacity. Für eine reine Hörspielproduktion würde ich Audacity nicht unbedingt empfehlen, weil dafür ist es mir zu umständlich und vor allem, wenn ihr anfangt, Audio zu bearbeiten, müsst ihr die Effekte quasi immer in das Audio-File reinrechnen und es arbeitet nicht non-destruktiv. Das bedeutet, ihr verändert auch immer das Audiosignal und könnt diesen Schritt quasi nicht mehr rückgängig machen. Audacity würde ich in erster Linie für die Aufnahme benutzen, wenn ihr zum Beispiel sagt, auch ich nehme über Audacity auf. Es gibt so ein paar Parameter, die man da ganz gut einstellen kann. Ihr könnt zum Beispiel normalisieren. Da würde ich übrigens auch demnächst mal ein Video zu machen, wie ich ordentlich mit Audacity normalisiere und wie ich die Rauschverminderung einstelle. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, dann verpasst ihr dieses Video nicht. Wie gesagt, zur reinen Hörspielproduktion würde ich es nicht unbedingt benutzen. Zum Üben, klar, könnt ihr machen. Ihr könnt auch da mehrere Audiospuren anlegen und die Audio-Files bearbeiten. Aber ihr werdet feststellen, dass so mit so einem richtigen Sequencer wie beispielsweise Cubase ist es insgesamt einfach smarter, damit zu arbeiten. Es gibt natürlich noch weitere Softwarehersteller, die vernünftige Audioprogramme herstellen. Was mir ganz oft begegnet, sind auf jeden Fall FL Studio. Das sehe ich in ganz vielen Tutorials, dass eben auch Profis damit arbeiten. Solltet ihr vielleicht auch mal auschecken, ob das was für euch ist. Dann gibt es noch Reaper. Damit habe ich am Anfang auch ein bisschen gearbeitet. Hat mich persönlich nicht ganz so überzeugt, aber das liegt auch immer daran, was man erwartet, beziehungsweise ich habe vorher auch schon mit Cubase gearbeitet und deswegen habe ich mich so ein bisschen darauf eingeschossen. Deswegen möchte ich nicht sagen, Reaper kann nichts, müsst ihr selber rausfinden. Ich habe auch nicht so viel Erfahrung damit. Auch ein großer Name bei den Softwareherstellern ist Ableton. Ich habe leider noch nicht so viel damit gearbeitet, kann euch also jetzt nicht genau sagen, wo genau die Vor- und die Nachteile gegenüber beispielsweise Cubase liegen. Auch das müsst ihr einfach selber mal auschecken. Ich habe aber gehört, dass sehr viele damit arbeiten und besser klarkommen als mit Cubase, weil es eben demgegenüber einige Vorteile hat. Das Arbeiten insgesamt ist allerdings etwas anders als in Cubase. Ist auf jeden Fall hochspannend und vielleicht schaue ich mir dieses Programm auch einfach mal an. Das wären so meine Empfehlungen, beziehungsweise das wäre das, was ich so in der Szene immer wieder gehört habe, womit die Leute halt arbeiten, womit die ihre Musik machen und natürlich auch ihre Hörspiele produzieren. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt 3 auf der Tagesliste und zwar Akustik und Zubehör. Hier könnte ich theoretisch eine ganze Menge erzählen, weil es gibt unheimlich viel Zubehör, was es zu kaufen gibt oder was man vielleicht benutzen könnte. Auch in Sachen Akustik, da müsste man eigentlich ein eigenes Video drüber machen, weil das ganze Thema so komplex ist, dass ich in diesem Video das gar nicht so darstellen kann. Deswegen möchte ich auch hier nur mal so ganz kurz zeigen, mit welchen Tricks ich mir bei den Aufnahmen immer beholfen habe. Um euren Raum so halbwegs akustisch auf eine vernünftige Linie zu bringen, braucht ihr vermutlich solche Platten. Das hier ist eine Basotec-Platte, eine relativ dicke Platte. Je dicker die Platte ist, desto tiefer geht ihr in die Frequenzen rein, die absorbiert werden. Und damit könnt ihr euren Raum quasi verkleiden und der macht den ganzen Raum etwas schalldichter, sag ich mal. Das heißt, ihr verringert den Raumhall. Jetzt ist natürlich es ist ein sehr leichter Stoff. Ihr könnt ihn auch gut zurechtschneiden. Sieht natürlich nicht ganz so geil aus. Und ihr könnt natürlich dann auch noch das Ganze mit so irgendwie Stoff drum machen. Dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Haben wir auch gemacht. Zeige ich euch mal eben. So sieht das Ganze aus, wenn ihr das halt mit ein bisschen Stoff umwickelt.
Wir haben das hier so gemacht, hier hinten sind so Aufhänger drauf, dass man das so an die Wand hängen kann, weil Basotec selber könnt ihr nicht einfach so an die Wand klemmen, weil da hält kein Kleber drauf, deswegen müsst ihr da irgendwie so eine Hülle drum machen. Und Farbe spielt keine Rolle, beim Stoff ist es auch nicht so wichtig, was es ist, muss halt irgendwie passen. Wir haben jetzt hier so ein Beige genommen, einfach damit es nicht so auffällt. Kann man sich auch einfach so in den Raum stellen. Wie gesagt, das Ding, seht ihr ja hier, oh, ist relativ groß. Und damit könnt ihr, wie gesagt, euren Raum so ein bisschen ausstatten. Und ihr merkt dann auch, dass der Raum so ein bisschen trockener wird, dass der Raumhall nicht mehr so extrem ist. Und das ist auf jeden Fall gut für die Aufnahme. Wenn ihr quasi den Raumhall einfach mal überprüfen wollt, stellt euch einfach mal in die Mitte des Raumes und klatscht einfach ein paar Mal kräftig in die Hände. Und dann hört euch an, wie sich der Raum, wie sich der Schall von dem Klatschen einfach im Raum entwickelt. Wenn er sofort weg ist, dann ist alles gut. Und wenn ihr halt hört, ja, es hallt noch ein bisschen nach oder ihr hört einfach, das klingt nicht sauber, dann müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen mit der Raumakustik arbeiten. Was auch viele benutzen, das ist dieser klassische Molltonstoff. Das ist so ein ganz dicker, massiver Stoff, den man auch beispielsweise als Garnide benutzen kann. Oder damit könnt ihr einen Raum abtrennen, um den auch akustisch so ein bisschen zu optimieren. Müsst ihr im Netz mal gucken, was so, weil ich selber benutze den nicht, deswegen weiß ich nicht genau, was der kostet. Aber ich habe gehört, der wird auch ganz gerne benutzt, um dann den Raumklang so ein bisschen zu beeinflussen. Zum Schluss gibt es noch ein etwas umstrittenes Zubehör, und zwar den Mikrofonschirm. Dieser Mikrofonschirm, der war bei dem SE dabei, als ich das gekauft habe. Das war so ein Bundle. Und ich habe damit gearbeitet und ich muss sagen, es ist okay, man kann damit arbeiten, aber man muss nicht unbedingt. Also es fängt ganz leicht dem Raumhall ab. Aber da ihr quasi hier in so einer Halbglocke hier rein sprecht, verleiht ihr der Stimme auch eine sehr kräftige Präsenz und es wird insgesamt etwas dumpfer und kräftiger. Deswegen ist es nicht immer geeignet, wie ich finde, damit zu arbeiten. Wie gesagt, ihr könnt es benutzen, aber ihr müsst es nicht unbedingt. Auf meinem Blog findet ihr übrigens auch eine Anleitung oder einen Versuch von mir, wie ich so einen Mikrofonschirm selber gebaut habe. Ist ganz spannend, verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Von der Funktion her müsst ihr euch das so vorstellen. Hier kommt dann, wird das Mikrofon draufgeschraubt, dann kommt das Ganze hier auf ein Stativ. Ihr habt noch die Möglichkeit hier, seht ihr, die Position zu verändern. Je näher ihr rangeht, desto, ich sag mal, kräftiger wird die Stimme. Und hier kommt das Mikrofon drauf und dann stellt ihr euch davor quasi und sprecht einfach hier rein. Das war auch schon alles. Wie gesagt, muss man nicht haben. Probiert es einfach mal aus, ob ihr sowas braucht. Ich habe damit ein paar Aufnahmen gemacht. Es ist ganz gut, aber es ist definitiv kein Muss. Liebe Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dieser kleine Rundgang durch mein Homestudio hat euch gefallen und ich konnte euch eine kleine Übersicht geben, was für Geräte und Software man braucht, wenn man ein eigenes Hörspiel aufnehmen will. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst ja, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen wirklich sehr gerne. Dann würde ich sagen, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos, lasst ein Like da und habt Spaß. Hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!